Und damit ein herzliches Willkommen zu WCW Nitro hier in Salt Lake City. Ja, wir haben eine vollgeproppte Matchcard. Und am heutigen Abend kommt das Rückmatch um den United States Champion Titel. Sami Zayn möchte sein Rückmatch direkt eine Woche später haben, als er ihn verloren hat. Gegen Rusev, unser Main Event. Am heutigen Abend. Doch jetzt beginnen wir erstmal mit zwei Leuten, die schon allzu oft aufeinander getroffen sind. Hier haben wir ihn, den zweifachen World Heavyweight Champion, Jinder Mahal, den Modern Day Maharaja. Sein Gegner am heutigen Abend ist ebenfalls zweifacher World Heavyweight Champion. Er wird begleitet vom aktuellen World Heavyweight Champion. Und da haben wir ihn, die Viper, den Apex Predator, den Legend Killer, Randy Orton und Batista. Und Jinder Mahal will da direkt das Match beginnen. Randy läuft ihm entgegen. Da klatschen sie gegeneinander und dann gibt es einen Elbow von Orton. Und jetzt gibt es noch einen Vertical Suplex genau auf das Stahlkonstrukt. Mich wundert, dass Batista sich bisher raushält. Oh, jetzt muss Randy Orton da auf den Stahl. Ja, Batista bringt da Jinder Mahal mal ein bisschen weiter Richtung Ring. Und jetzt wird er hochgenommen zum Fallaway Slam. Direkt vor die Füße von Batista, der gerade ein bisschen mit dem Kopf wackelt, so ein bisschen Stone Cold Steve Austin-like. Und das Match beginnt mit einem Neckbreaker. Ja gut, Orton bisher nicht so wirklich im Titelrennen. Gut, könnte eventuell daran liegen, da sein Kollege Batista World Heavyweight Champion ist. Obwohl ich mir ein Match zwischen den beiden durchaus interessant vorstellen könnte. Ah, hier noch ein bisschen Trash-Talk von Randy Orton. Gut, Jinder Mahal in der Zeit nicht so sonderlich erfolgreich gewesen, eigentlich seit Verlust des Titels. Ich weiß gar nicht, an wen er den nochmal verloren hat. Ist ja auch egal, ich weiß nur, The Rock war auch mal Champion. Zweimal Randy Orton, zweimal Jinder Mahal, glaube ich zumindest. Sorry, falls ich jetzt falsch liege, aber aktuell seit WrestleMania Batista World Champion. Und ja, Randy Orton, der hat hier das Griff ganz sauber im Griff, wollte ich gerade sagen, und schon Jinder Mahal jetzt auf 180, möchte ich mal sagen, aber ein paar schöne Aktionen hier, ein Falling Elbow und Kick gegen den Rücken und direkt das Cover. Ja, Kick out schon bei 1, vor 1, und jetzt gibt's das Knie an den Schädel. Auch die Office of Pain nicht mehr wirklich bei Jinder Mahal immer mit bei, sonst waren die beiden ja immer mit am Ring. Und DDT. Orton sagt da, steh auf. Er wartet, er lauert. Und Clothesline. Und oh, jetzt soll wohl der RKO kommen. Und den kennt Jinder Mahal nur zu gut. Und der RKO.
Also auf den Blick auf die haarige Beine hätte man auch verzichten können. Randy Orton gewinnt sehr dominant. Sehr schöne dominierende Vorstellung von ihm. Hier noch ein paar Highlights. Ja gut, den konnte man sparen. Ja, der DDT auf den harten Hallenboden. Und hier nochmal der RKO. Ja, Batista, dem gefällt das natürlich. Sollte allerdings auch im Hinterkopf behalten. Orton möchte bestimmt auch irgendwann wieder nach dem Titel greifen. Gut, damit wäre er dann dreifacher World Champion. Naja, wir wollen gar nicht lange fackeln. Wir kommen zum nächsten Match. Und das nächste Match wird jetzt beginnen. Ein Tag Team Match. Hier haben wir das erste Team. Die Usos. Auch zweifache World Tag Team Champions. Gut, in letzter Zeit nicht so sonderlich erfolgreich. Gut, sonst wurden sie auch immer von Rikishi begleitet. Genau, so. Also seitdem Rikishi nicht mehr wirklich da ist, geht es mit den beiden nicht so sonderlich gut. Ihre Gegner am heutigen Abend sind schon mal auf sie getroffen. Letzte Zeit auch sehr, sehr erfolgreich. Eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis diese beiden hier, die Good Brothers, eine Titelchance verdient haben. Na, die Usos wollen gar nicht lange warten. Oh, schön gekontert. Ich dachte, das wird jetzt einfach ein Tackle. Nee, das hat... ich weiß nicht, welcher Uso welcher ist. Sogar schöner Backbreaker von Luke Gallows. Ah, Belly-to-Belly-Suplex. Und ein Bulldog. Und Luke Gallows rollt sich jetzt in den Ring. Ja, da sind die Usos ein bisschen zusammengeprallt in der Luft. Und nein, doch kein DDT. So, und jetzt kann das Match endlich offiziell starten mit einem Sidewalk Slam. Jey Uso gegen Luke Gallows eröffnen. Und die Fans jubeln den Usos zu. Ein Pump-Apple. Na, Slam, Drop, don't know. Ah, Running DDT, sehr schön gemacht von Luke Gallows. Ja, erleben wir heute vielleicht einen Sieg der Usos oder einen erneuten Sieg der Good Brothers? Die Good Brothers gegen Johnny Gargano und Tommaso Ciampa wäre natürlich ein Match, was sich abzeichnen würde, wenn die Good Brothers hier noch weiterhin erfolgreich sind. Und Jey Uso wird hier einfach durch den Ring geworfen. Und jetzt Snap Suplex von Jey Uso. Und ein Tritt gegen die Rippen. Das tut weh, das tut gut. Nein, das tut gar keinem gut. Abgetaucht und... Ah, nochmal eine Clothesline. Sehr schön gemacht. Jetzt geht's in die Ringecke. Und jetzt vielleicht liegt das Gedenken an den Herrn Papa, an Rikishi. Der Popo-Drop. Gut, das hat natürlich nicht so eine Gewichtung wie bei Rikishi. Und jetzt gibt's den Tag bei den Usos. Thank you.
Und jetzt Carl Anderson mit Dampf unter der Haube. Okay, der Uppercut ging ein bisschen daneben. Und der typische Samoan DDT. Ja, da hat sich Jimmy Uso ein bisschen verladen lassen. Ja, Jey Uso bekommt da auch noch einen mit. Klar, die beiden wollen natürlich die Usos provozieren. Was dann ja auch Fehler mit sich bringt. War ein schöner Brainbuster an dieser Stelle. Ja, da macht er seinen Namen aller Ehre. The Machine Gun. Und Jey Uso wird hier vom Apron ferngehalten. Oh, Whip-In wird reversed. Und schöner Splash. Hier draußen fängt es gerade an zu regnen bei mir hier. Oder zu hageln schon fast. Jetzt habe ich... Alter, was ist denn jetzt hier kaputt? Heiligsblechle, jetzt kommt's aber runter. Okay, ich sollte mich vielleicht mehr auf das Wrestling hier konzentrieren, anstatt auf das Wetter dort draußen. Auch wenn das gerade nicht so einfach ist. Ja, für Carl Anderson sieht's gerade nicht so sonderlich rosig aus. Oh, ein Nerf Hold. Sieht man eigentlich so gut wie nie. Carl Anderson kann aber gegensteuern. Jetzt geht's in die eigene Ringecke. Jetzt gibt's den Tag. Und jetzt soll er kommen, der Magic Killer. Und das war's. Carl Anderson hält da Jey in Schach. Und ich sollte gleich im Schlafzimmer ganz dringend das Fenster zumachen. Ja, die beiden, die sind ein dominantes Team momentan. Ja, die beiden jubeln. Haben sich ihren Sieg verdient. Und wir kommen flugsgeschwind zum nächsten Matchup. Ja, drittes Match auf der Matchcard. So, Fenster ist zu. Und als nächstes kommt AJ Styles. Gut, es ist bei mir hier draußen am Hageln, gerade wie blöd, die ganze Straße ist weiß von Hagel. Na egal, der zweifache United States Champion. Irgendwie heute alles im Sinne der zwei. Der ja auch schon seine Chance auf den World Champion Titel hatte. Sie nicht genutzt hat. Vielleicht bekommt er ja nochmal ein Match. Man weiß es nie, wie Batze gerade drauf ist. Aber am heutigen Abend trifft er nicht auf Batista, sondern auf jemanden vom königlichen Geblüt. Das goldene, königliche, majestätische Licht. Und hier haben wir auch ihn. Unsere Majestät. Mal gucken, wenn wieder ein King of the Ring ist. Ja, sollte er es nicht gewinnen, kann er den Titel abschwören. Der gute King Booker. Mein zweites Match gegen AJ Styles jetzt im Übrigen. Und ja, King Booker direkt mit einer Clothesline und die Finger in die Nase und nach hinten gezogen. Na, AJ muss sich einfach nur konzentrieren, dann könnte das auch mal was werden. Wer weiß, wie sehr ihn das immer noch mit den Good Brothers beschäftigt. Also vor allem mit Carl Anderson. Naja, ich glaube, das Kater abgehakt. Ist ja seitdem auch nichts mehr passiert. Ja, schöne doppelte Shop-Schlag-Kombination und jetzt, oh, schöner Brainbuster.
Ja, er ist der Phänomenale. Sollte überhaupt was hinter ihm abgeht. Und auf die Schulter. Nein, King Booker kann sich erneut befreien. Zeigt einen wunderschönen DDT. Und Kick gegen Rücken geht dann auch noch. Schöner Armdrag. Konter. Falling Clothesline gibt es auch noch hinterher. Na gut, AJ muss natürlich beweisen, dass er eines weiteren Titelmatches an sich würdig ist. Ich glaube, da sind erstmal andere im Titelrennen dabei. Unter anderem ja auch Randy Orton. Dann Chris Jericho hat ja auch... Naja, sein Teammatch wurde ja so ein bisschen sabotiert, soweit ich noch richtig weiß. Hat auch noch Ambitionen. Also von daher sind noch genug Leute im Topf. Booker T natürlich auch, aber dafür müsste er auch mal gewinnen. Und jetzt verdreht er den Arm. Ich glaube, das wird nichts. Ein King Booker hier mit Punches. Direkt auf die Nieren. Aber der Phänomenale hier mit dem phänomenalen Konter. Und jetzt Ansatz. Nein, ich dachte, es wird der Styles Clash, aber wird es nicht. Und jetzt nimmt er ihn auf die Schultern und zack. Da geht's auf den königlichen Hinterkopf. Immer schöner Snap-Suplex, ganz schnell durchgezogen. Ja, ein bisschen jetzt das Tempo rausnehmen, dass AJ auch mal ein bisschen durchatmen kann. Ja, ein paar Kicks noch hinterher. Und King Booker jetzt in der Ringecke. Oh, AJ setzt ihn oben aufs Top Rope. Ja, macht er. Oh, Booker kann aber kontern. Stößt ihn weg und eine Clothesline. Und oh, schöner Armdrag. Und noch eine schöne Flying Clothesline. Was heißt Flying Clothesline? Er clotheslined ihn einfach. Und jetzt gibt's den Aufgabegriff. Wird King Booker tappen oder kommt er raus? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Nein, King Booker fährt einfach den Ellbogen aus. Oh, schöner Sidewalk Slam. Ja, unmissverständlich klar machen, wo AJ hingehört, nämlich auf den Boden der Tatsachen, zu Füßen des Königlichen. Könnte man es auch nennen. Und nicht zu vergessen, ja, heute noch unser Main Event. Das United States Titel Rückmatch. Ah ja, schöner Brainbuster. King Booker muss natürlich aufpassen. Auf so eine Situation kommt ganz schnell der Phenomenal Vorarm. Und da macht er sich bereit für jenen selbigen. King Booker steht und Phenomenal Vorarm. Reicht das, um King Booker zu besiegen? Es reicht. AJ Styles gewinnt erneut gegen King Booker. Ich wollte schon sagen Booker T, aber nein, der Herr ist King Booker. Ja, King Booker, mal gucken, ob er in seiner Ehre jetzt verletzt ist oder ob er ihm den Handshake anbietet. AJ bietet den Handshake an, wird King Booker. Nein, er wird nicht einschlagen. Der Königliche ist in seiner königlichen Ehre verletzt. Ja, AJ versteht's nicht. War doch gutes Match.
Egal, wir kommen to the next.